Die Börsenminute von Julia Kistner. Wenn ich in den USA bin, dann gehe ich lieber in den Walmart als in den Target. Walmart bietet mir eine größere und originellere Auswahl von dem, worauf die Amerikanerin im täglichen Leben so abfährt, was sie isst und wie sie isst. Wenn man die aktuellen Zahlen von Walmart und Target vergleicht, spricht ebenso alles für meinen Lieblingsmarkt. Während Walmart mit einem Umsatzwachstum im dritten Quartal von 9% am Dienstag deutlich bessere Ergebnisse lieferte als von den Analysten erwartet und die Aktie dann auch leicht zulegte, brach die Aktie des Konkurrenten nach Warnungen von Umsatzrückgängen im Weihnachtsquartal um mehr als 13% ein. Seit Jahresbeginn stieg die Walmart-Aktie insgesamt um 2%, während die Target-Aktie knapp ein Drittel ihres Werts verlor. Wie kann das sein in ein und derselben Branche? Weil man eben, wenn man sich schon auf Einzelaktien statt auf Fonds oder ETFs fokussiert, die Unternehmen genau unter die Lupe nehmen muss. Dann erkennt man nämlich auch die großen Unterschiede. Walmart verdient die Hälfte seines Umsatzes mit Lebensmitteln, auf die man auch in schlechten Zeiten nicht so leicht verzichten kann. Bei Target macht dieses Segment nur 20% aus. Man macht den Großteil seines Umsatzes mit langlebigen Konsumgütern wie PCs, Spielzeug oder Kaffeemaschinen, auf die man notfalls natürlich auch verzichten oder den Kauf zumindest verzögern kann. Hier hilft sich immer anzuschauen, was die Benchmark oder Messlatte für das jeweilige Unternehmen ist. Bei Walmart ist es eben der MSCI World Consumer Staples Index, der hat 11% seit Jahresbeginn verloren. Für Target ist es hingegen der MSCI Consumer Discretionary Index mit minus 30,5%. Das macht den Unterschied, sowie das Bauchgefühl, dass Walmart mit seiner Online- und Abholservice-Strategie mehr den Zeitgeist trifft. Und mit der Beilegung des Streits um Schmerzmittelmissbrauch, das in Walmart-Märkten verkauft wird, haben sie jetzt die Bilanzen mit 3,1 Milliarden US-Dollar Schadensersatz endgültig bereinigen können. Klingt viel, entspricht aber nur einem Viertel oder einem Fünftel eines durchschnittlichen Walmart-Outlets. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.